Clerks in the court. Ich bin Robert Bradenham. Ich war Wundarzt auf der Adventure Galley. William Kidd war unser Kapitän. Im Jahr 1696 habe ich angeheuert. Wir segelten von Plymouth aus nach New York. Dort machte Kidd Versprechungen. Jeder, der auf seinem Schiff anheuern würde, sei willkommen. Jeder sollte einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Ungefähr am 6. September segelten wir weiter. Wir nahmen Kurs Richtung Rotes Meer. Infra fluxum et refluxum maris. Ein ungeschriebenes Gesetz, ein Schicksal, was nur den schlimmsten Kriminellen im britischen Königreich droht. Es sind nicht etwa Mörder oder Vergewaltiger, denen diese besondere Art der Hinrichtung vorbehalten ist. Es sind Verräter der Krone, Schmuggler, Räuber, aber auch Opportunisten, Rebellen und Unglückliche. Das Gesetz kennt keinen Unterschied. Denn sie alle haben sich dem denkbar furchtbarsten Verbrechen auf See schuldig gemacht. Der Frühling in London ist grau und kalt. Schwerer, bleifarbener Nebel schmiegt sich zwischen den gedrungenen Holzhäusern im East End hindurch. Es riecht nach nassem Holz und Fäkalien. Aber da wabert noch etwas anderes in der Luft. Es ist ein süßlicher, stechender Geruch nach faulem Fleisch und Teer. Die kleine Kapelle an der Scandrett Street läutet zaghaft den Tag ein. Ihre Klänge irren durch die engen Gassen und verhallen an den grau-grün, algengesprenkelten Kaimauern der Docks im Süden. Die Themse schlängelt sich wie ein Wurm durch die aufstrebende Stadt. An manchen Stellen ist sie einen halben Kilometer breit und an nebligen Tagen wie diesem wirkt die graue, zerwühlte Wasseroberfläche fast wie das Meer. Würde es bloß nicht so furchtbar stinken. Es ist 1701 und in der größten Stadt der Welt leben 500.000 Menschen. Auch die Raben haben den Teer und die Süße in der Luft gerochen. Spitze, schwarze Schnäbel ragen wie Dorn von den schiefen Dachfürsten der schmutzigen Häuser. Es sind unzählige und alle scheinen in die Richtung des Wassers zu starren. Der Nebel verschluckt ihre Körper. Ein paar gefiederte Nachzügler gleiten über ihre Artgenossen hinweg, auf der Suche nach einem Platz ganz vorne. Die Kapelle läutet ein zweites Mal. Die Raben auf den Dächern werden ungeduldig. Doch da, auf dem nassen Kopfsteinpflaster an der Uferstraße, hinter einer Biegung tauchen ein paar Gestalten auf. Sie ziehen einen klapprigen Karren, auf dem ein in Lumpen gewickeltes Bündel liegt. Die Wagenräder rumpeln den Weg am Fluss entlang. Kurz vor der nächsten Biegung kommt die Prozession zum Stehen. Einer der Gestalten ruft barsch ein paar Worte in schlimmsten Cockney. Die Männer ziehen das Bündel vom Karren und schleifen es über den Pier zum Ufer. Der Wind frischt auf, die Wellen der Themse züngeln am hölzernen Steg. An seinem Ende steht ein Pfahl, umspült von brackigem Wasser. Ächzend hieven die Männer das Bündel in die Höhe. Es ist der Körper eines Menschen, eingezwängt in dicke, eiserne Ringe. Die Leiche trägt einen roten Rock und schwarze, geplusterte Hosen, die nass und schwer herabhängen. Eine abgerissene Schlinge baumelt um seinen Hals. Knarzend baumelt der Körper im Wind hin und her. Die Männer verziehen das Gesicht
und wenden sich ab. Das Klappern des Karrens verklingt in der morgendlichen Stille. Nun ist die Zeit der Raben gekommen. Fast lautlos gleiten sie von den Dächern hinab und lassen sich auf den Eisenringen der schaukelnden Leiche nieder. Sie fangen an zu picken. London hat ihnen ein Opfer gebracht. Die Raben wissen nicht, dass dieser Körper einst einem sehr berühmten Mann gehörte. Wahrscheinlich ist es ihnen auch egal. Raben haben einfach kein Gespür für große Geschichten. Nur manchmal stört es sie, dass immer wieder Leute vorbeikommen, mit großen Augen auf die verwesende Leiche zeigen und sich zuflüstern: Schau, das war William Kidd. Der größte Pirat aller Zeiten. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Piraten-Podcast. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Heute geht es wieder in die Karibik. Ich habe richtig Bock. Und um richtig reinzustarten, damit ihr alle diesen Piraten-Vibe bekommt, habe ich einen kleinen Witz mitgebracht. Tore darf jetzt live lachen. Warte. Darf ich raten? Ich kenne einen Piraten-Flachwitz. Okay, ja. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Ist der was? Das war genau der, den ich mitgebracht habe. Es gibt so einen bekannten Videoausschnitt, wo irgend so ein Politiker den sagt und dann so rückwärts lacht. So. Damit wollte ich reingehen. Meinst du, es ist einer von der Piratenpartei gewesen? Es wird einfach nur noch schlimmer hier. Bevor wir reingehen, müssen wir noch eine Sache sagen? Ich weiß nicht, was müssen wir noch sagen? Ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen im Intro, aber ey. Nee, ich glaube, wir können direkt in die Story starten. Ein paar Biegungen wird diese Geschichte heute nehmen, aber wir gehen heute an Bord eines richtig klassischen Piratenschiffs. Wir erzählen vom Alltag, den Regeln, der Freiheit und den Gefahren der Seeräuberei. Wir reden heute über einen sehr berühmten Piratenanführer, der eigentlich gar nicht so besonders war. Ja, eigentlich war es ein hochnäsiger Pechvogel, ne? 100%. Trotzdem ist seine Geschichte eine der bekanntesten Piratengeschichten geworden. Wahrscheinlich auch, weil sie so furchtbar tragisch geendet ist. Heute sprechen wir über William Kidd, einen schottischen Freibeuter, der in seinem Leben immer wieder auf dieser schmalen Grenze zwischen legaler Kaperfahrt und Piraterie tanzt. Diese Grenze zwischen Kaperfahrt und Piraterie war damals super klein, William Kidd tanzt darauf und dieser Tanz wird am Ende tödlich für ihn sein. Und ich glaube, wenn wir über William Kidd sprechen, dann müssen wir natürlich auch über seinen gigantischen Schatz sprechen. Bis heute gibt's Legenden, dass er den irgendwo auf einer Insel vor Amerika vergraben haben soll. Und ich glaube, in dieser Folge werden wir dem Mythos ein bisschen auf den Grund gehen. Ich glaube, das hat diesen William Kidd-Mythos nochmal ordentlich angestachelt, dass da irgendwo noch ein Schatz liegt. Wir haben super viel dazu recherchiert, wir haben Gerichtsprotokolle gelesen, wir haben Biografien ausgewertet und so weiter. Und wir können euch hier sicher sagen, dieser Schatz existiert oder hat zumindest wirklich existiert. Ja, und irgendwann ist uns sogar klar geworden, wo dieser Schatz mit großer Sicherheit liegt. Aber das verraten wir euch erst ganz am Ende der Folge. Ich weiß einfach, dass jetzt ein paar von euch schon ihre Schaufeln eingepackt haben und zum Ende skippen wollen. Stopp, eine Sache noch davor. Tore wird uns gleich ein bisschen was über Piraterie im 17. Jahrhundert erzählen. Keine Sorge, das ist nur ganz kurz. Aber währenddessen könnt ihr mal ganz einfach auf den Link ganz oben in den Shownotes klicken. Das sind nur 2 Klicks, ihr müsst euch nirgendwo registrieren und ihr tut uns einen gigantischen Gefallen. Wir sind nämlich zur Abstimmung ausgeschrieben beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Spannung. Ja, und wenn der Cliffhanger mit Kids Schatz nicht Kategorie Beste Spannung war, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also schnell zum Link, 2-mal klicken, ihr macht uns wirklich ganz doll glücklich. Wir haben nämlich diesmal tatsächlich eine Chance zu gewinnen. Um zu verstehen, wie aus William Kidd, einem angesehenen Kapitän der New Yorker Oberschicht, ein zum Tode verurteilter Pirat werden konnte,
müssen wir uns in die Wirren der nordamerikanischen Geschichte Ende des 17. Jahrhunderts versetzen. So, und nochmal, wer jetzt noch nicht auf den Link in den Shownotes geklickt hat, ich schwöre, den verurteile ich genauso als Piraten, denn hey, ihr habt unseren Preis geklaut. Schnell abstimmen jetzt, ich erzähle weiter und ihr könnt einfach abstimmen, ist gar kein Problem. Zu dieser Zeit, zu William Kidds Zeit, waren in der, in Anführungszeichen, neuen Welt nur ein paar Küstenstriche zwischen Georgia und Rhode Island von Europäern bewohnt. New York hatte gerade 6000 Einwohner und lag natürlich in festen Händen der englischen Krone. Wir haben es gehört, London hatte 500.000, New York 6.000. Es ist klar, dass sich die englische Krone wenig um ihren neuen Besitz im Westen gekümmert hat, lag eben auch super weit weg und London galt als viel schicker. Dadurch wurden die englischen Kolonien in Amerika aber zu einem Nest aus schmierigen Geschäftsleuten, Schmugglerinnen und Hehlern. Manche Kolonien gehörten nicht mal der Krone selbst, sondern irgendwelchen Handelsgesellschaften oder sogar Privatleuten. Da hat der König also mal für gute Leistung einfach so Pennsylvania verschenkt. Genau, und da kann man sich ja vorstellen, wenn dir so eine eigene Kolonie gehört als Privatperson, da kannst du machen, was du willst. Und da geht's natürlich eher um Profit, als darum, irgendwelche fernen Gesetze aus England umzusetzen. Und genau in so eine Welt wächst William Kidd eben hinein. Eigentlich kommt er aus Schottland, er wird 1654 als Sohn eines Predigers geboren und lernt deshalb auch früh lesen und schreiben. Aber das eintönige Leben in den Highlands reicht Kidd nicht. Mit 14 brennt er durch, heuert als Schiffsjunge an und segelt mit in die Karibik. Was für ein Unterfangen. So eine Schiffsreise 1668 nach Amerika dauerte damals so circa 3 bis 4 Monate und muss für einen einfachen Schiffsjungen die absolute Hölle gewesen sein. Es ist gut möglich, dass er in dieser Zeit, als er in der Karibik angekommen ist, schon erste Kontakte zu, sagen wir mal, eher halbseidenen Persönlichkeiten geknüpft hat. Wir wollen hier den Begriff Piraten nur mit Vorsicht benutzen, denn zu dieser Zeit ist es nicht so einfach, vermeintlich rechtschaffende Seeleute von Gaunern im Sinne des Gesetzes zu unterscheiden. Ja, Mann, dieses ganze Ding, bist du ein Pirat, bist du keiner, diese Frage stellte sich den meisten Leuten in der Karibik überhaupt nicht. Die waren halt Geschäftsleute. Natürlich hatten die alle irgendwie Dreck am Stecken, manche mehr, manche weniger. Aber viele haben genauso gern auch immer wieder mit der Regierung zusammengearbeitet. Zeigt, wie klein die Grenze zwischen Piraterie und gewöhnlichem Leben ist. Und die wird in Kidds ganzem Leben eine prägende Rolle spielen. Mit 28 schreibt er sich auf einem Kriegsschiff der Royal Navy ein. Kann man auch mal wieder sehen, jetzt ist er, hat er die Seiten gewechselt. Jetzt ist er beim Bund quasi. Bei den guten Menschen damals. Den Guten in Anführungszeichen. Aber da knüpft er gute Kontakte. Er steigt auf, weil er lesen, schreiben und sogar ein bisschen rechnen kann. Und Kidds Charakter wird hier immer deutlicher. Kidd ist kein heldenhafter Draufgänger, aber auch kein verschlagener Bösewicht. Er ist ein Opportunist. Er packt jede Chance am Zopf, wenn er Geld und Einfluss gewinnen kann. Manche HistorikerInnen würden Kidd vielleicht sogar als habgierig bezeichnen. Auf der anderen Seite ist er auf jeden Fall auch zäh, beharrlich und trinkfest und baut sich so eine beachtliche Existenz in New York auf. Ich glaube, trinkfest ist tatsächlich das Wichtigste. Ja, das werden wir später auch noch sehen, ne? Das wird später auch noch eine Rolle spielen. Kidd lebt jetzt also in New York in einem gutbürgerlichen Leben, er fährt aber immer wieder auch auf krumme Touren hinaus. Und während er sich ein relativ ansehnliches Sümmchen zusammenkapert, müssen wir noch über eine andere Gattung Menschen an Bord sprechen. Ja, denn natürlich erzählen wir die Geschichte, wie immer, im Wild- und Fremd-Style ganz eng an einer Person, die mit William Kidd an Bord war. Wir haben diesmal keine Tagebucheinträge, das Logbuch von Kidds Schiff ist verschollen, aber, ihr habt es ja im Intro schon gehört, es gibt schriftlich festgehaltene Zeugenaussagen aus dem Prozess am Ende. Vor allem eine Person hat mit ihren persönlichen Aussagen viel dazu beigetragen, dass wir diese Geschichte heute so nacherzählen können. Sein Name ist Robert Bradenham. Robert ist Schiffsarzt. Seine Aussagen werden wir heute immer wieder hören.
Und damit ist die Geschichte nicht nur die von William Kidd, sondern auch die eines ganz gewöhnlichen Schiffsarztes. Ihre Wege werden sich schon in kurzer Zeit kreuzen. Doch noch segelt Kidd auf anderen Schiffen über den Atlantik. 1689 bekommt er seinen ersten Kaperbrief vom Gouverneur in New York, der an den Geschäften der Freibeuter zünftig mitverdient. Kidd sticht mit einem imposanten Dreimaster und 100 Mann Besatzung in See. Die Fahrt wird ein Erfolg. Vorläufig. Sie entern mehrere französische Handelsschiffe mit großen Mengen Geld an Bord. Natürlich alles legal. Kidd ist Freibeuter und mit dem Kaperbrief aus New York zu solchen Überfällen berechtigt. Ein paar Monate später trifft Kidds Crew auf 6 französische Korsarenschiffe. Es sind auch Freibeuter, aber im Dienst der französischen Krone. Es kommt zum Gefecht. Kidds Schiff wird angeschossen und fast versenkt. Trotzdem geht er als Sieger aus dem Gefecht hervor. Die Korsarenschiffe fliehen, 2 sind zu langsam. Kidd lässt sie entern. Doch sein eigenes Schiff ist so leckgeschlagen, dass sie schnellstmöglich den nächsten Hafen anlaufen müssen. Und hier beginnt die Schattenseite des Freibeuterlebens. Denn die Beute ist doch gar nicht so groß wie gedacht. Beim Feuerkampf ist fast 1/3 von Kidds Männern umgekommen und viele zeigen zudem Anzeichen von Skorbut. Die gesunden Matrosen müssen den ganzen Tag über im Hafen schuften, um ihr löchriges Schiff wieder klarzumachen. Und sie werden aufmüpfig. Eines Nachts im Juni 1690, Kidds Schiff ist fast wiederhergestellt, da schleichen sich ein paar Gestalten über den Pier. Sie klettern vorsichtig die Bordwand hoch, lichten den Anker und stechen noch im Dunkeln in See. Kidd ist nicht dabei. Erst am nächsten Morgen stellt er fest, dass sein Schiff, ein Großteil seiner Crew und fast die gesamte Beute heimlich davongeschippert sind. Kidd rastet nach Augenzeugenberichten komplett aus, als er das merkt, ballt die Faust und brüllt ewige Rache. Vor allem den Anführer dieser Meuterei, Cully Ford, den Obersteuermann, den will Kidd unbedingt fangen. Den Namen können wir uns mal merken, denn Cully Ford wird später noch eine interessante Rolle spielen. Ja, das können wir auf jeden Fall versprechen. Seit dieser Tat im Juni 1960 gilt Kidd, zumindest in politischen Kreisen, als absoluter Piratenhasser. Ja, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er bald in die Kreise des hohen Adels in London gerät. Denn die suchen jemanden, der dieser Piratenplage im Atlantik endlich den Gar ausmacht. Und so wird Kidd vom schmierigen Geschäftsmann zum Piratenjäger. Denn so ein Auftrag, so eine Piratenjagd würde ihm endgültig zu genug Macht und Einfluss verhelfen, um danach ein ruhiges Leben im Luxus zu führen. Irgendwann bekommt er sogar eine Audienz beim englischen König. Der bewilligt Kidds Vorhaben, obwohl England und Frankreich zu der Zeit Krieg haben und England eigentlich jedes Schiff dafür braucht. Kidd bekommt einen persönlichen Kaperbrief des Königs mit reichlich Freiheiten. Und er bekommt ein gigantisches Schiff gestellt mit dem klangvollen Namen Adventure Galley. Außerdem darf er auf seiner Piratensuchfahrt nach Lust und Laune französische Schiffe kapern und die Beute größtenteils behalten. Am 27. Februar 1696 lichtet die Adventure Galley in einem Dock in London den Anker und sticht in See. Kidd fühlt sich unbesiegbar, während er mit dem imposanten Dreimaster, der staatlichen Crew und dem Brief des Königs die Themse hinuntersegelt. Vielleicht wähnt er sich ein bisschen zu unbesiegbar, denn kurz vor der Mündung des Flusses ins Meer passiert Kidd sein erster Fauxpas. Meiner Meinung nach ist es auch der Fauxpas, der am Ende für das ganze Desaster sorgt.
was auf dieser Reise passiert. Es ist wirklich auf jeden Fall ein super interessanter Fauxpas. Und der ist auch so bezeichnend für Kits Charakter, ne? Also ja, man muss sich vorstellen, der war jetzt beim König. Das ist nicht so normal, dass irgendein Geschäftsmann, in Anführungszeichen, aus New York beim König in London eine Audienz bekommt und dann und so eine staatliche Kur bekommt. Das sind staatliche Seemänner, also die Besten der Besten quasi, die sonst eigentlich alle nach Frankreich gegangen wären. Und die bekommt Kit jetzt. Das heißt, Kit hat ein Schiff, hat diese Bescheinigung vom König und wahrscheinlich die besten Seemänner der ganzen Welt. Und der fühlt sich halt richtig geil, wie er mit der Adventure Galley da die Themse runtersegelt. So, ich meine, das sieht auch imposant aus. Das ist ein großes Schiff. Er hat den Brief vom König in der Tasche. Aber kurz bevor die Themse im Meer mündet, liegen dort zwei englische Kriegsschiffe vor Anker. Es gibt eine besondere Tradition in London. Kriegsschiffe müssen immer gegrüßt werden. Dazu dippt man die Flagge des eigenen Schiffes, also man nimmt die Fahne so ein Stück runter, so ein bisschen, als würde das Schiff den Hut ziehen. Ja, ein bisschen genau, so. Genau, das ist so ein Gruß. Ist halt so wie, keine Ahnung, man als Fünftklässler halt die Schulleiterin grüßt. Ja, oder den Chef im eigenen Unternehmen. Genau, man macht es halt, weil man einfach sich ein bisschen verpflichtet fühlt. Macht Kit es auch? Nein, Kit macht's nicht. Kit fühlt sich halt geil genug, dass er sagt, Alter, das muss ich doch jetzt nicht machen. Ich habe einen Brief vom König, gar kein Thema. Und zieht grußlos an diesen beiden Kriegsschiffen vorbei. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, sein Auftrag ist so besonders, da muss er jetzt nicht rumfahren und irgendwelche Leute grüßen. Doch ich glaube, das ist der größte Fehler, den Kit hätte machen können. Ja. Kit schippert also grußlos an diesen beiden Kriegsschiffen vorbei, ist schon fast außer Sichtweite, da feuert eins der Kriegsschiffe einen Warnschuss ab. Kit bleibt nichts übrig, als zähneknirschend beizudrehen. Und dann beginnt der richtige Struggle. Da setzen dann so ein paar zwielichtig aussehende Typen zu der Adventure Galley über und sagen dann, hey, du hast ja krasse Männer hier, ne? Mensch, du hast ja richtig, richtig gute Leute an Bord. Das ist ja hier wirklich 10 von 10 Material. Ja, das wäre ja schade, wenn wir die nicht zum Krieg einziehen könnten gegen Frankreich, Mensch. Und dann entscheiden sich die zwielichtig aussehenden Typen. Wir nehmen jetzt einfach mal 80 Männer mit, also die Besten quasi auf Kids Boot. Ja, und der Rest bleibt dann übrig. Was ein riesiger Fehler. Es ist so dumm. Aber das war damals wirklich common. Also die Marine ist rumgegangen. Wir haben in so vielen Folgen da ja auch schon drüber gesprochen, über dieses Shanghaien, also Leute quasi zu verpflichten, in dem Fall eben zum Kriegsdienst. Kit tobt an Bord, der rastet komplett aus, aber er kann nichts machen. Die Marine ist in dieser Zeit mächtiger, selbst als irgendein Brief, den der König ihm ausgestellt hat. Und jetzt muss sich Kit entscheiden. Möglichkeit A, er fährt nach London zurück und sagt, hey, ich habe ein bisschen rumgestruggelt am Beginn der Reise. Ich bräuchte bitte nochmal komplett neue Männer. Oder Möglichkeit B, für die sich Kit am Ende auch entscheidet, er fährt weiter. Ja, er versucht jetzt selber seine Crew aufzustocken, ist nicht den Leuten in London zu verraten. Es wäre halt wirklich ein bisschen peinlich. Also komplett peinlich. Ich habe es nicht mal aufs Meer geschafft. Ich habe 80 Leute verloren, Digga. Das ist richtig viel. In Plymouth findet er aber kaum gute Leute. Plymouth ist ein Loch voller Schurken und Halunken. Und wir können es uns vorstellen, die letzten guten Seefahrer wurden schon längst von diesen Presskommandos zum Kriegsdienst gezwungen. Ja, klar, dass Kit dann nur sehr wenige Männer findet, außerdem meistens sehr zwielichtige Gestalten. Trotzdem nimmt er sie alle mit an Bord. Kit kann sie an Bord nehmen, weil er die Matrosen auf seinem Schiff nicht nach fester Heuer bezahlt. Er bezahlt sie erst am Ende, und zwar anteilig an der Beute, die Fahrt eingebracht hat. Deswegen sagt Robert, der Schiffsarzt, am Anfang in seiner Aussage ja auch, jeder sollte einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Das lässt eben genau auf dieses Bezahlungsmodell schließen. Ich habe eine deutsche Übersetzung gelesen. Da stand, keine Prise, bist du in der Miese. Also wenn du nichts räuberst, dann hast du Pech gehabt. Was für ein schlechtes Zitat, aber. Dieses keine Prise, bist du in der Miese hat natürlich Vor- und Nachteile. Für Kit ist es gerade perfekt. Der muss sich vorerst keine Gedanken um die Bezahlung seiner zwielichtigen Zweitmannschaft da machen und kann erstmal wirklich neue Leute an Bord ordern. Aber man kann sich ja denken, dafür sind seine neuen Matrosen umso schärfer, endlich Beute zu machen. Und wir werden später auch noch sehen, das sind eh schon oft halbe Gesetzlose. Und irgendwann ist denen auch egal, welche Flagge ein Schiff trägt, solange es wertvolle Ladung an Bord hat.
Die Adventure Galley rauscht durch den Atlantik Richtung Südafrika. Der Wind weht frisch und salzig und der Matrose im Krähennest wischt sich die Gischt aus dem Gesicht. Der Horizont ist neblig und schaukelt auf und ab. Nach was suchen Sie hier eigentlich? Der Captain hatte Anweisung gegeben, jedes Schiff mit französischer Flagge sofort zu melden und zu verfolgen. Doch es scheint, als ahnten die Franzosen bereits, was ihnen drohen würde. Seit Monaten sind ihre Schiffe wie vom Erdboden verschluckt. Der Ozean ist leer wie eine Keksdose nach Weihnachten. Der Ausguck lehnt sich an den klammen Mast. Irgendetwas Schwarzes schiebt sich da über den Horizont. Zwei Masten, ein paar gereffte Segel und ein Rumpf. Es ist tatsächlich ein kleines Schiff. Der Matrose ruft hinunter. Vielleicht klettert Kit aufgeregt an Deck, kneift die Augen zusammen und starrt gebannt auf das kleine, flatternde Rechteck über dem Groß-Royal-Segel. Doch die Euphorie verfliegt schnell. Blauer Grund, rote Kreuze mit weißem Rand. Der Union Jack. Die Brigantine am Horizont ist ein englisches Schiff. Doch die Männer der Adventure Galley stehen an der Reling und starren gierig hinüber. Englische Flagge hin oder her, der Kahn scheint aus Indien zu kommen und voll beladen mit Gold und Gewürzen zu sein. Seine 30 Mann Besatzung würden keinen großen Widerstand leisten. Kits Matrosen lachen, als sie sehen, wie die Brigantine hektisch ihre Segel klar macht und versucht davon zu steuern. Sie könnten sie locker einholen. Doch Kit ist unschlüssig. Er weiß, dass seine Leute unbedingt Beute machen wollen, aber das hier ist ein englisches Schiff. Wenn er jetzt angreift, dann kann ihm das in England als Piraterie ausgelegt werden. Und wenn er nicht angreift, ist ihm der Unmut der gesamten Crew sicher. Manche starren ihn jetzt schon böse an. Kit lässt also alle Segel setzen, volle Kraft hinter der Brigantine her. Die Adventure Galley ist schnell. Schon bald holen sie auf und schieben sich neben das viel kleinere Beuteschiff. Noch könnte Kit den Angriff abblasen, das hat er schon öfter gemacht. Aber die Versuchung ist viel zu groß. Captain Kit nahm den Schiffsführer und einen Übersetzer gefangen. Außerdem plünderte er Kaffee, Pfeffer und 20 Barren arabisches Gold. Er befahl, einige der Seeleute an den Armen festzuhalten und sie mit Entermessern zu prügeln, damit sie verrieten, wo ihr Gold versteckt war. Okay, krass. Jetzt hat er also tatsächlich ein britisches Schiff überfallen. Gut, der Großteil der Besatzung kommt aus Indien oder Portugal, aber trotzdem, der Union Jack flattert über dem Großroyalsegel und damit ist es eigentlich Piraterie. Ich glaube, Kit sieht das hier noch gar nicht als Piraterie. Für ihn ist es irgendwie alles noch in diesem diffusen, ja, ich muss ja auch meine Leute irgendwie bezahlen und, ja okay, waren Engländer an Bord, aber es waren ja nicht alle Engländer an Bord. Ja, aber das Problem ist, selbst wenn ihm das nicht als Piraterie ausgelegt wird, er hat kaum was von dem Überfall. Die Beute ist super klein, es ist ein bisschen Pfeffer und Kaffee, damit kann er seine hungrigen Leute auch nicht wirklich lang zufrieden halten. Und Leute, der Typ ist seit fast 2 Jahren unterwegs. Wir mussten leider ein bisschen was rausschneiden, sonst wäre die Folge 5 Stunden lang und wir hätten eine neue Miniserie machen können. Stimmt. Aber die sind seit 2 Jahren unterwegs, da ist bislang kaum was rumgekommen. Und der Kapitän Kit hat seinen Leuten ja eine super dicke Heuer versprochen. Davon bleibt bislang nichts. Stell dir vor, du gehst über Deck, schaust in die immer grimmiger und hasserfüllter werdenden Gesichter und der Horizont ist immer noch leer. Ich glaube, an dieser Stelle wird Kit immer klarer, dass er sich auf seinem eigenen Schiff in Lebensgefahr befindet, wenn es denn so weitergeht. Es ist ein heißer Vormittag an Bord der Adventure Galley. Die Sonne brennt drückend vom Mast herunter auf die fasrigen Holzplanken des Oberdecks. Wellen plätschern sanft gegen den Rumpf. Es ist still. Die Gespräche der Matrosen sind verstummt.
Verbissen tun sie ihre Arbeit. Kit schreitet mit verschränkten Armen an der Reling entlang. Er spürt die verachtungsvollen Blicke nicht, die ihn bei jedem abgewandten Schritt in den Rücken treffen. Die Adventure Galley ist ein Pulverfass geworden. Die unregelmäßigen Schritte an Deck werden von einem schabenden Geräusch unterbrochen. Kit dreht sich um. Da, ganz hinten, auf der anderen Seite des Oberdecks, steht einer seiner Matrosen und schleift ein Stück Metall an einem Schleifstein. Kit schreitet näher. Es ist William Moore, der Geschützmeister des Schiffes. Doch die Art, wie er von seinem Schleifstein aufblickt und Kit direkt in die Augen schaut, lässt den Kapitän innehalten. Moores Augen sind voller Hass und er senkt den Blick nicht, als Kit auf ihn zutritt. Dann beginnt Moore zu sprechen. Trotzig fragt er Kit, ob es nicht Zeit sei, das Kommando einem Fähigeren zu übertragen. In den Worten des aufsässigen Geschützmeisters schwingt der monatelange Frust der gesamten Mannschaft mit. Seine hasserfüllten Augen scheinen immer noch in Kit hineinzustarren. Ein paar Matrosen in der Nähe haben mitgehört und drehen sich zu den beiden um. Kit ist sprachlos. Und dann steigt der Zorn in ihm hoch. All die aufgestaute Wut gegen seine Mannschaft, der Frust über die Fehlschläge ihrer Reise und die Angst um die Zukunft für ihn und seine kleine Familie in New York bilden einen rasenden Strudel. Er brüllt, noch halb geschockt von diesem Frevel, und beleidigt Moore aufs Übelste. Moore schreit zurück. Es ist nur ein kurzes Intermezzo. Doch Kit rast vor Wut. Er zieht einen hölzernen Kübel aus dem Chaos am Deck hervor, reißt ihn in die Höhe und schmettert ihn Moore auf seinen Kopf. Der Geschützmeister bricht zusammen. Sein Körper sackt auf die Planken. Blut sickert aus einer kleinen Wunde an seiner Schläfe. Es dauert ein bisschen, bis die Matrosen ihre Schockstarre überwunden haben und zum bewusstlosen Moore eilen. Er ist böse getroffen. Sein Atem geht flach. Auch Robert hat den Tumult mitbekommen. Als er seinen Namen hört, springt der Schiffsarzt auf. Ich wurde gerufen, nachdem er verletzt wurde. Ich sollte ihm helfen. Kam zu ihm, fragte, wie es ihm geht. Er sagte, er sei ein toter Mann. Kit hätte ihm mit einem Schlag alles Leben genommen. Ich hörte Moore flüstern. Lebt wohl, lebt wohl. Captain Kit hat mir den letzten Hieb versetzt. Kit, als er das hörte, sagte, verdammt soll er sein, er ist ein Verbrecher. Er starb am nächsten Tag. Die Wunde war nur klein. Der Schädel war gebrochen. Vor der Küste von Malabar, sagte Kit, der Tod meines Kanoniers kümmert mich nicht so sehr. Ich habe gute Freunde in England, die das schon regeln werden. Ja, und damit ist Kit jetzt auch offiziell Mörder, ne? Also nicht nur Pirat, sondern auch Gewaltverbrecher. Ja, wir sollten uns vielleicht kurz mit den Regeln und Gesetzen der damaligen Zeit für Mord an Bord auseinandersetzen. Das war actually ein bisschen schwammig. Theoretisch kann ich der Kapitän umbringen, ohne dafür belangt zu werden. Der Kapitän eines Schiffes ist nämlich so quasi ein Diktator an Bord. Der kann Gesetze erlassen, der kann die krassesten Bestrafungen für die kleinsten Vergehen aussprechen. Ja, aber das Ding, das muss offiziell sein. Der muss es halt irgendwo in ein Logbuch eintragen. Der muss dann irgendwie so stehen, ja, Matrose Moore hat einen Keks geklaut, bekommt 200 Peitschenhiebe oder so. Dann ist es völlig fein. Das wäre aus Sicht der Admiralität in England quasi kein Problem, wenn man das eben einträgt. Jetzt hat Kit aber aus dem Affekt gehandelt und jemanden direkt, ohne vorgeschobene Verurteilung, einfach so erschlagen. Und das auf einem englischen Schiff im Bereich der Rechtsprechung der britischen Admiralität, und Moore ist ja auch ein Engländer. Also wir werden das auch noch sehen, Kit wird auch mit Ureinwohnern noch sehr schlimm verfahren, da zählt es dann für die englische Admiralität nicht als Mord.
klingt heute irgendwie so lächerlich. Wir müssen an der Stelle noch ein bisschen über Kit sprechen. Der ist auf seiner ganzen Reise bislang für ganz viele Tode von Menschen verantwortlich, aber er hat noch nie so direkt Hand angelegt wie eben bei Moore. Manche sagen, dass Kit nach dieser Tat ein anderer Mensch geworden ist. Nervöser, fahriger und noch jähzorniger als vorher. Es gibt die Legende von einem Geist mit einem Holzeimer, der Kit bis zu seinem Tod heimgesucht haben soll. Natürlich ist da super viel Seemannsgarn dabei, aber fest steht, dass er hiermit wirklich eine rote Linie übertreten hat. Und ich glaube, es war dieser Mord, der Kit dann wirklich zum Gesetzlosen gemacht hat. Ja, und wer einmal Pirat ist, der kann jetzt natürlich auf die ganz großen Pötte gehen. Die Crew liegt vor der Westküste Indiens. Es ist Ende Januar und trotzdem ist es drückend heiß. Die Planken der Adventure Galley sind grau und brüchig von der Sonne. Ihre Lukendeckel hängen schief in den Angeln und die Wanden knarzen bedrohlich. Dicke Taue sind um den Schiffsrumpf gewickelt, wie Spanngurte um einen eingerissenen Umzugskarton. Die Adventure Galley ist ein halbes Wrack. Wasser sickert durch unzählige Risse und Löcher in den Laderaum. Unter Deck schuften 8 Männer im Schichtdienst an den Pumpen. Nach Hause kommen sie mit diesem Kahn nicht mehr. Kit sitzt in seiner Kajüte und starrt auf den halbleeren Becher rum in seiner Hand. Der Kapitän ist betrunken, wie so oft seit der Sache mit Moore. Sein abgewetzter Dreispitz liegt vor ihm auf dem Tisch. Die Manschetten sind vergilbt und graue Strähnen ziehen sich durch sein Haar. Kit ist Mitte 40, aber schon jetzt fühlt er sich wie ein Greis. Die 2 Jahre auf See waren für ihn ein halbes Leben, ein erfolgloses Leben. Mit zitternden Händen greift er die Glasflasche und kippt den letzten Schluck Klares in den Becher. Plötzlich hört er Fußgetrappel an Deck. Dumpfe, laute Stimmen. Irgendwas ist da oben los. Kit rafft sich schwerfällig auf. Fast hätte er sich sein Knie an der Tischkante gestoßen. Die Sonne blendet, als er die Tür zum Oberdeck öffnet. Seine Leute rennen hastig hin und her. Am Horizont schaukelt ein riesiges, tief im Wasser liegendes Handelsschiff auf den Wellen. Auf der Bordwand steht Kedar Merchant. Ein indischer Name. Kit späht zur Flagge. Bingo. Sie ist französisch. Vergessen sind all die vorherigen Beutezüge und der Mord an Moore. Wenn sie dieses Schiff entern, ist reiche Beute gewiss. Und vielleicht verzeihen ihm die hohen Herren in England dann sogar seine kleinen Fehltritte vom Beginn der Reise. Doch die Adventure Galley ist nicht fit für einen Kampf. Zwar scheint die Kedar Merchant nur leicht bewaffnet, aber selbst 1 oder 2 Kanonentreffer würden Kits Schiff zum Wrack machen. Sie dürfen einfach nichts riskieren. Und Kit ist Kit und so greift er auf eine List zurück. Er befiehlt ebenfalls, die französischen Farben zu hissen. So nähern sie sich unerkannt dem großen Handelsschiff, bis sie fast Bordwand an Bordwand mit ihnen stehen. Die Besatzung der Kedar Merchant ahnt noch nichts Böses. Im Januar 1698 enterte Captain Kit die Kedar Merchant. Er verfolgte sie unter französischer Flagge. Als die beiden Schiffe nahe genug aneinander fuhren, befahl er dem Schiffsführer, an Bord zu kommen. Es kam ein alter Franzose zum Vorschein. Kit befahl seinen Männern, an Bord zu gehen und das Schiff in Besitz zu nehmen. Erst jetzt hisst die Adventure Galley ihre wahre Flagge. Der Franzose ruft erschreckt aus und gibt sich geschlagen. Doch als Kit ihn nach seinen Papieren fragt, verneint er. Er ist gar nicht der Kommandant des Schiffes. Kit runzelt die Stirn. Da taucht ein Engländer an Deck auf. Er ist der Kommandant der Kedar Merchant. Kit fällt alles aus dem Gesicht. Er hat sich
ohne es zu wissen, nun wirklich der Piraterie schuldig gemacht. Doch es ist zu spät. Seine Männer strömen schon in die Laderäume des Handelsschiffs und kommen mit den Händen voller Schätze hervor. Man verlud die Ladung. Es waren Güter im Wert von 7.000 bis 8.000 Pfund. Kit versprach der geänderten Besatzung, sie würden verschont bleiben, wenn sie ihm ein Angebot machten. Sie boten 20.000 Rupien. Das war zu wenig. Ja, und was sie da jetzt rausholen, ist wirklich insane. 8.000 Pfund, das ist schwer umzurechnen in heutige Zeit, aber das ist genug für alle, um ein Leben in Luxus zu führen. Yes, wir haben ja vorher schon über den schlechten Zustand der Adventure Galley gesprochen. Jetzt haben sie ein neues Schiff, ein wahrscheinlich deutlich besseres Schiff. Sie fahren jetzt also mit zwei Schiffen weiter. Wir wissen übrigens nicht genau, was mit der Besatzung der Kedah Merchant passiert ist. Es ist gut möglich, dass sich einige den Piraten angeschlossen haben, aber Kit ist auch bekannt dafür gewesen, Matrosen zu versklaven oder zumindest hohe Lösegelder für sie zu fordern. Oder noch einfacher, sie einfach lebendig über die Reling gehen zu lassen. Ja, aber diese ganze Idee, dass das jetzt ein französisches Schiff ist mit fetter Beute, dass er damit bei den hohen Herren in England punkten kann. Das ist eine Illusion, das stellt sich ja jetzt als falsch heraus. Ja. Das ist kein französisches Schiff, also bleibt ihm kein Ruhm und keine Ehre, wenn er zurückkehrt. Und Kit ist wieder der ganz normale, in England potenziell gesuchte Pirat. Und so verhält er sich jetzt auch. Am 1. April 1698 erreicht die mittlerweile völlig demolierte Adventure Galley Madagaskar. Und dort, vor der Küste, passiert nun etwas sehr Bezeichnendes. Ich glaube, das lassen wir am besten wieder Robert erzählen, den Schiffsarzt. Der war nämlich live dabei. Als wir an der Küste von Madagaskar anlegen wollten, ruderte ein kleines Paddelboot auf uns zu. Es kam von der Mokka-Fregatte. Darin saßen vier Männer. Sie schienen Kit zu kennen. Es waren Piraten. Sie sprachen davon, dass Kit gekommen sei, um sie aufzuhängen. Aber Kit betonte, er wolle ihnen nichts Böses. Danach ging er an Bord mit ihnen. Ich war auf dem Schiff und habe alles mitbekommen. Kit nahm einen Bambusbecher und schwor ihnen Treue. Er gab ihnen Gewehre und einen Anker. Piraten kommen und Kit betont, er will ihnen nichts Böses. Piraten auf Piraten ist immer ein sehr interessantes Duell. Kit scheint sie ja zu kennen, das beschreibt Robert zumindest. Und er schwört ihnen ja auch Treue, plus er gibt ihnen Gewehre und Anker. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher scheint Kit diese Piraten, die da vor Madagaskar auf seinem Schiff übersetzen, zu kennen? Was sind das für Menschen? Wir wollen euch jetzt einmal an den Anfang unserer Geschichte erinnern. Da haben wir über Robert Culliford gesprochen. Der Typ, der unter Kit gemeutert hat und einen Großteil des Schatzes verschleppt hat. Und einen Großteil der Crew mitgenommen hat. Dem Menschen, dem Kit ewige Rache geschworen hat, den er über alle sieben Weltmeere jagen wollte. Genau, und dieser Robert Culliford, den trifft Kit jetzt wieder. Und anscheinend, zumindest nach der Aussage von Robert Bradenham, ohne Probleme. Die verstehen sich super, schwören sich gegenseitig ewige Treue und tauschen sogar Waffen aus. Später wird Kit ja vor Gericht landen. Ich glaube, so viel können wir schon spoilern und sich so ein bisschen rechtfertigen müssen für alles, was er in dieser Zeit gemacht hat. Da wird unter anderem auch über diesen Vorfall verhandelt. Und Kit bestreitet das vehement, was Robert gesagt hat. Ja, Kit sagt, er hätte diese Mokka-Fregatte versucht anzugreifen, er hätte versucht, die Piraten gefangen zu nehmen, aber fast seine ganze Crew hätte sich gegen ihn gestellt und hätte gesagt, wir laufen jetzt hier zu den Piraten rüber und sieh mal zu. Was da jetzt dran stimmt und was nicht, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass Robert Bradenham immer seine Sachen gut begründen konnte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bei Kit sind Tore und ich uns nicht immer so sicher, ob das alles stimmt, was er sagt. Von daher kann man da zumindest an Kits Aussage zweifeln und die Aussage von Robert eher nachvollziehen. Tja, und was macht man jetzt? Ich meine, gut, Kit hat jetzt wahnsinnig viel Gold im Laderaum. Das kommt quasi aus den Luken wieder raus. Aber mittlerweile ist es safe, da ist ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. In allen englischen und französischen Gewässern sucht man ihn mittlerweile. Kits Crew hatte ja eine ziemlich unangenehme Fahrt mit ihm bislang, bis auf dieses letzte Erlebnis.
akzeptiert sich in Madagaskar jetzt mehrheitlich anderen Piraten angeschlossen und so bleibt Kit nur der Heimweg und so ein bisschen auch die Hoffnung, jetzt irgendwie wieder zurückzukommen. Die Adventure Galley war so undicht, dass ständig zwei Pumpen laufen mussten. Als sie im Küstengewässer lag, wurde sie verlassen. Man konnte mit ihr nicht mehr zur See fahren. Captain Kidd ging an Bord der Quida Merchant und wollte ein Kriegsschiff aus ihr machen. Auf seiner Heimreise versucht Kidd verzweifelt, seine zwar reichliche, aber gebrandmarkte Beute in Gold umzutauschen. Auch sein Schiff lässt er irgendwann versenken und segelt auf einer kleinen Sloop, vollbeladen mit Gold, schließlich zurück nach New York. Kidd weiß, dass er mit so einer gigantischen Menge Gold an Bord sofort verhaftet werden würde. Deshalb steuert er erstmal eine kleine Insel vor dem Festland an und er vergräbt einen nicht unerheblichen Teil der Beute dort. Ja, und das ist der berühmte Schatz des William Kidd. Die Insel, auf der er diesen Schatz vergraben hat, gibt es auch heute noch. Sie heißt Gardner's Island, aber Kidd persönlich nützt es nichts. Genau, als er in New York eintrifft, wird er direkt gefangen genommen. Er hat einfach insgesamt zu viel Unruhe in den letzten Jahren gestiftet. Die hohen Herren in New York wollen natürlich auch wissen, wo das ganze Gold ist. Und ziemlich sicher hat es ihnen Kidd entweder mit der Hoffnung auf Strafmilderung oder unter Folter erzählt. Und natürlich hat sich der Gouverneur das nicht zweimal sagen lassen. Wir wissen, dass er zumindest einen großen Teil hat heben lassen. Und es gilt bis heute als ziemlich unwahrscheinlich, dass seine Leute danach nicht die komplette Insel nach irgendwelchen Überbleibseln abgesucht haben. Ja, den Schatz von William Kidd gab es also wirklich. Er ist allerdings schon längst ausgegeben worden. Wenn ihr heute durch New York geht und an einem sehr alten Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert vorbeikommt, wer weiß, vielleicht wurde dieses Haus mit Kidds Geld bezahlt. Werbung. Ich fühle das nicht zu 100%. Ich kann mir vorstellen, dass entweder auf Gardner's Island oder auf irgendeiner anderen kleinen Insel immer noch ein bisschen was von Kidds Schatz liegt. Und wenn ihr Bock habt, loszuziehen und diesen Schatz zu heben oder auch einfach mal bei euch im Garten nach Schätzen graben wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall gutes Equipment. Das muss stabil und zuverlässig sein. Ja, und was ist ein besseres Gefühl, als mit so einer richtig guten Schaufel im Lehm zu wühlen und dann auf eine geile alte Holztruhe zu stoßen? Wenn ihr auf eure nächste Schatzexpedition geht, sei es auf Gardner's Island oder im eigenen Garten, dann schaut unbedingt mal auf www.werkzeug-garten.de vorbei. Genau, der zweite Link in unseren Shownotes sozusagen, der Werkzeuggarten, ist ein von Svenja und Raphael Jäger geführter Onlinehandel für hochwertige Produkte rund um Haus und Garten. Da gibt es zum Beispiel Garten- und Forstwerkzeuge, geschmiedete Kochmesser und Innen- und Außenleuchten. Aber auch geschmiedete Schaufeln mit richtig stabilen Stielen, richtig stabilen Schaufel-Untergrund-Sachen. Ich sehe mich schon damit einen Schatz ausgraben, wirklich. Genau, du hast vollkommen recht, alle Artikel werden in so kleineren Manufakturen oder Schmieden hergestellt und bei Bestellung direkt am nächsten Werktag geliefert. Ich sag immer das gleiche Beispiel, wir können auch mal ein anderes nehmen. Warte mal, wenn man sonntags bestellt und dienstags geliefert, das war das ursprüngliche Beispiel. Das heißt, ihr könnt Montag bestellen und bekommt Mittwoch eure Sachen. Genau, aber das Krasse ist wirklich mit Sonntag, ne? Also Raphael arbeitet sonntags im Lager und verpackt Bestellungen. Vielleicht, wenn man sonntags bestellt, ist wirklich so, dann steht er im Lager und sieht, ah, bling, okay, das verpacke ich auch noch mit. Leute, bitte schreibt es uns in die Kommentare, nachdem ihr ausprobiert habt, wann ihr bestellt habt und wann es angekommen ist. Der Versand ist ab 50 Euro Bestellwert kostenfrei in Deutschland. Es gibt ein 30-Tage-Rückgaberecht, einen kostenlosen Retourenversand und eine Bestpreisgarantie. Oh nee, und jetzt muss ich wieder die Ratings vorlesen, ne? Also, Werkzeug-garten.de ist mega gut bewertet, ne? 6000 Ratings, die haben 5,0 Sterne. Ich find's nur immer ein bisschen doof, dass wir das nicht haben. Wirklich, gebt uns mal bitte 6000 Ratings. Humiliating. Vielleicht, ja, ey, vielleicht bewertet euch uns, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Also, wenn ihr schon für einen Podcastpreis abgestimmt habt und uns noch nicht bewertet habt, fair, besser so als andersrum, muss man auch sagen, aber bewertet uns auch mal bitte. Werbung fertig. Kidd wird also in New York gefasst, dann wird er nach London transportiert und da dann auch verurteilt. Die Gerichtsverhandlung ist relativ spektakulär. Augenzeugen berichten, dass Kidd anscheinend betrunken gewesen sei. Aber auch nicht so ein bisschen betrunken, sondern immer stark betrunken und lallend dann seine Aussagen gemacht hat. Ich glaube, Kidd hatte ein kleines Alkoholproblem, wie wahrscheinlich viele Piraten in dieser Zeit.
Wir haben ja die Protokolle gelesen und wir haben auf jeden Fall feststellen können, dass die Verhandlung sehr tumultartig verlaufen ist, weil Kit einfach immer wieder dazwischen grätscht und sagt, dieser Mann erzählt Lügen, das stimmt nicht, dieser Mann ist ein Verräter. Und die ersten zwei Seiten der protokollierten Gerichtsverhandlungen bestehen auch im Prinzip nur daraus, dass Kit sagt, ey Leute, gebt mir bitte die französischen Papiere der Kedah Merchant, weil diese Kedah Merchant, für die er dann auch teilweise, das ist nicht der einzige Grund, warum er dann verurteilt wird, aber das ist ein großer Grund, die hatte französische Papiere an Bord. Das heißt, natürlich war der Kapitän Engländer, aber dadurch, dass sie diese französischen Papiere hatten, wäre es so halb okay gewesen, dass Kit sie überfallen hätte. Aber diese Papiere werden ihm in der Verhandlung nicht gegeben. Ich glaube, hier ist klar, dass Kit die Verhandlung komplett verloren hat. Und ich meine, wir haben es ja auch im Intro schon erzählt, die Leiche, die da präsentiert wird, ist die Leiche von Kit als Abschreckung für alle anderen Piraten. Und so wird Kit im Mai 1701 schließlich verurteilt und gehängt. Damit geht das Leben dieses bis heute so krass berühmten Seeräubers zu Ende. Ich frage mich manchmal, warum er so berühmt geworden ist. Genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Also es ist immer fies, solche Sachen mit anderen Piraten zu vergleichen, aber wenn ich mich an Blackbeard zum Beispiel erinnere, oder ja, Edward Teach, Francis oder Drake, Henry Evers oder so, die haben alle deutlich größere Beutezüge gemacht und teilweise auch deutlich wildere Leben geführt. Ich glaube, was bei Kit ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, ist, dass er einer der ersten war, die wegen Piraterie verurteilt werden zu einer Todesstrafe. Und ich glaube auch, dass dieser Schatzgedanken irgendwie viel noch nachhängt. Das ist ja irgendwie so ein allgemeines Bild, dass Seeräuber, die irgendwo noch einen großen Schatz versteckt haben, das sind Geschichten, über die Leute gerne reden. So, ne? Ja, dass da draußen irgendwie so viel Glück liegt, was man sich abholen kann. Und dieses Bild einfach von dem Piraten, der auf einer Insel seine Schatztruhe vergräbt. Ich glaube, das kommt größtenteils von Kit, als er seine restliche Beute dort in Gardiner's Island vergraben hat. Ihr, die Gefangenen auf der Anklagebank, seid angeklagt wegen Piraterie und Raub. Und ihr, William Kit, wegen Mord. Ihr habt einen fairen Prozess bekommen und sollt nun verurteilt werden. Das Urteil des Gesetzes lautet wie folgt. Ihr werdet zurück ins Gefängnis gebracht. Von dort wird man euch zur Hinrichtungsstätte bringen. Dort sollt ihr am Halse aufgehängt werden. Möge der Herr Gnade für eure Seelen haben. Das war's von uns. Wir möchten euch noch aufmerksam machen auf den Podcastpreis. Oh, bitte, bitte stimmt ab. Bitte, bitte, bitte. Das ist so wichtig. Wirklich, es ist so cool. Krass für uns. Wir haben echt gute Chancen und es würde uns allen mehr Zeit bringen, diesen Podcast zu machen. Also unglaublich gerne. Es steppt es nur ab. Wir haben nur Chancen, dass das ganze Ding hier noch größer wird und ihr noch schönere Folgen bekommt. Ich glaube, das können wir versprechen, wenn wir mehr Zeit bekommen und vielleicht auch irgendwann... Also wir bekommen ja schon Unterstützung, ja, versteht genau, das nicht deswegen falsch. Deswegen habe ich gerade das letzte ausgeklammert. Wir bekommen schon Unterstützung, da sind wir ganz gut dabei. Ganz viel Unterstützung, das ist super lieb, ja. Genau, wir können das auf jeden Fall nochmal in eine andere Sphäre heben. So, und ganz gerne würde ich mich noch bei ein paar Menschen bedanken. Ich hoffe, Toro fühlt das Gleiche. Ja, wir wollen uns bei unseren Outlaws auf Steady bedanken. Lieben Dank an Luisa Schachtner, Helge Dilger, Daniel Eid, Triton Fischbart, Sandra Frese, Nico Grundhöfer, Frederik Hanke, Nicole Kuhlemann, Sandrine May, Zucht und Zucker und Fluffy. Wenn ihr auch ein Outlaw werden wollt oder irgendwas anderes, wir haben noch Strauchdieb und Langfinger im Angebot, dann schaut auf Steady vorbei. Es ist der dritte Link in den Shownotes oder ihr gebt einfach auf Steady Wild und Fremd ein. Ich glaube, damit sind wir durch. Möchtest du noch was sagen zu ich der möchte, Folge heute? Ich bin wieder zurück in meine Kindheit versetzt worden. Ich bin ein kleiner Pirat, der auf dem Dachboden seinen 7. Geburtstag feiert. Hast du einen Piratengeburtstag gefeiert? Ich habe einmal einen Piratengeburtstag gefeiert. Du hast auch mal einen Pirat. Ich glaube, du warst sogar mehr Pirat als ich. Du hast dich, als was hast du dich verkleidet? Ich glaube, als Wikinger an meinem Piratengeburtstag. Weil nee, du, echt? Ja, das weil du hast dich mal Sachen gekauft und ich glaube, so ein echtes Kettenhemd oder so hattest du und du wolltest es unbedingt zeigen. Ja, ich war ein komisches Kind früher. Wir waren alle komische Kinder. Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche mit einer coolen Folge. Ich hoffe mal. Mini-Story. Auf jeden Fall. Wird super interessant. Schaltet ein. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis dann, Freunde. Tschüss. Tschüssi. Stimmt für den Podcast mal ab. Wow.